Eine sehr bei mir beliebte Campinglaterne, die gleichzeitig noch eine Powerbank ist, robust ist, wasserdicht etc. Wenn euch das interessiert, bleibt da einfach dran. Ja moin, mein Name ist Alvo, ich bin gerade im Wald unterwegs. Schön, dass du bei diesem Video eingeschaltet hast. Heute gibt es eine Langzeit-Review für euch und zwar über diese Campinglaterne, die vielleicht schon mal der eine oder andere von euch gesehen hat, wo eine integrierte Powerbank mit dabei ist. Wie gesagt, Langzeit-Review, das heißt, ich müsste das Ding bei 3 Jahre im Einsatz haben. Vielleicht bin ich schon drüber, ganz genau habe ich den Tag nicht mehr in Erinnerung, aber schon einige Zeit auf jeden Fall. Und jetzt traue ich mich darüber, eine wirklich abschließende Review abzugeben. Ich habe euch das Ding schon mal vorab, nachdem ich es ein halbes Jahr ungefähr in Benutzung hatte, in einem flotten Dreier gezeigt. Und auch damals war ich schon begeistert und daran hat sich nichts geändert. Alle Informationen und einen Link zu dem Ding findest du natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung. Kommen wir einmal zu den harten Fakten ganz am Anfang. Die sind relativ schwer zu nennen. Ich kann sie jetzt nur für diese Lampe nennen. Es gibt aber die verschiedensten Hersteller davon, weil dieses Lampenmodell an sich relativ beliebt geworden ist mit der Zeit. Das heißt, ich gebe euch auch verschiedene Links, wo ihr unterschiedliche Preiskategorien seht. Ich kann euch aber nur immer den ersten Link empfehlen, weil das wirklich der ist, wo ich das auch gekauft habe. Ihr müsst euch natürlich später selber entscheiden, wie viel Geld ihr ausgeben möchtet. Wir haben... Das hier habe ich selber dran gemacht, das gehört also nicht dazu. Hier einen kleinen Metallriemen, Haken, was auch immer. Da könnt ihr dann was durchmachen, zum Beispiel ein Karabiner. Dann könnt ihr das dann eine Ridgeline dranhängen oder was weiß ich. Hier oben haben wir einen Knopf, damit gehen wir alle Modi durch. Wir haben nur hier vorne den Lampenteil, ist also nicht komplett rumgehend. Wir haben einen IPX68 Standard, also durchaus wasserdicht. Natürlich nicht zum Tauen in 100 Meter geeignet, aber das passt schon. Einmal Micro-USB zum Anschließen, zum Aufladen und einmal normalen USB-Anschluss, damit ihr zum Beispiel euer Handy daran aufladen könnt oder sowas. Dabei hat das ganze Ding natürlich hier in der Kappe, ist auch wasserdicht, ein Dichtungsring mit drin, hat es 2600 mA. Das ist natürlich nicht die Welt. Also mein Handy zum Beispiel hat schon 4500 mA mittlerweile. Obwohl das auch ein extra Handy ist, das dafür gemacht worden ist, dass es länger durchhält. Aber 2600, ja, das reicht als Notding zum Beispiel, um sein Handy nochmal halb aufzuladen oder zumindest ein Drittel aufzuladen, um dann damit was zu machen. Natürlich kann man auch nochmal andere kleine Sachen anschließen. Es gibt ja zum Beispiel auch Campinglaternen, die haben nochmal einen USB-Anschluss, sodass du 2 Lampen anbringen kannst, Finde ich ganz praktisch insgesamt. Und an sich haben wir hier natürlich mehrere Modi. Im Low-Modus ist die Lampe auch wirklich low. Am liebsten benutze ich aber tatsächlich den Red-Modus, also den Low-Red-Modus, weil das ist für die Augen einfach am angenehmsten Rotlicht. Das ist im Zelt auch ganz schön, wenngleich er natürlich dann von außen aussieht wie ein kleiner Puff. Aber das muss einen ja nicht unbedingt stören. Mich zumindest stört es nicht. Und dann hast du am angenehmsten dieses Licht. Und natürlich hast du auch wieder Strobo, SOS etc. Die ganzen Modi. Man kennt sie ja. Am sinnvollsten, am meisten, was ich brauche, ist das wirklich Low-Rotlicht für im Zelt. Und ein starkes Weißlicht, wenn ich mal auf der Suche nach was irgendwo im Camp bin. Alles andere ist mehr oder weniger nice to have. Aber braucht man meistens nicht. Zumindest ich nicht. Die Lampe hat mich jetzt schon einige Zeit begleitet und sie ist durchaus praktisch. Ich habe sie gern dabei, wenn ich irgendwo draußen schlafe und eine Ridgeline habe oder an einem Tarp eine Ridgeline habe etc. und hänge sie dann dort gerne ein. Warum dann genau diese Campinglampe und nicht irgendeine andere Campinglampe im Endeffekt? Die Frage beantwortet sich vor allen Dingen mit der Robustheit und der Wasserabweisung. Ich muss mir um dieses Ding keine Gedanken machen. Ich schmeiße es irgendwo in den Rucksack, in eine Seitentasche und sonst was. Und selbst wenn ich den Rucksack ins Wasser fallen lasse und da kommt irgendwo Wasser durch und das Ding steht unter Wasser, ist das völlig egal. Ich habe immer Licht und ich habe auch immer ein bisschen Notenergie sozusagen am Mann, falls man mal einen Notruf absetzen möchte. Nicht, dass es hier bei mir vorgekommen wäre, aber man hat immer ein bisschen Energie und immer ein bisschen Licht und man kann sich absolut darauf verlassen, nicht so wie das vielleicht bei anderen Produkten ist. Und deshalb habe ich diese Campinglaterne sehr, sehr gerne dabei. Ein bisschen schlecht an dem Ding ist natürlich, dass es auch ein bisschen höheres Gewicht hat. Es gibt natürlich Campinglaternen, die dann durchaus leichter sind und vor allen Dingen, wo auch der Akku zu wechseln ist, aber das ist bei dem Ding nicht der Fall. Ihr könnt hier nicht den Akku wechseln. Ja, ihr müsst halt damit leben, dass das Ding so ist, wie es ist. Das ist natürlich ein Vorteil von anderen Campinglampen, wo man, selbst wenn da der Akku kaputt geht, muss die Lampe dann nicht für immer verloren sein sozusagen. Das ist hier schon der Fall. Das heißt, falls irgendwann mal der Akku davon kaputt geht, dann weiß ich auch ehrlich gesagt gar nicht so genau, wie ich die vernünftig entsorgen soll, ob ich die in irgendein
Batteriefach oder so reinschmeißt beim Supermarkt. Da muss ich mir auch nochmal Gedanken machen. Aber ansonsten funktioniert das top. Tja, wenn dich weitere Infos interessieren, wie immer alle Links unten. Hier links und rechts oben findest du wie immer weitere Videos und einen kleinen Button, auf dem du mich abonnieren kannst und dann verpasst du keine Ausrüstungsvideos mehr. Ansonsten schau in die Beschreibung, da werden meistens alle Fragen, die du so hast, beantwortet. Ich sag dann mal, bis zu den nächsten Videos. Tschüss, tschüss.